alles, was aus Russland kommt, es wird, wir werden russische Mitbürger werden an den Pranger gestellt. Wir haben, selbst in Leverkusen hat es schon Fälle von Diskriminierungen gegeben. Leute werden bespuckt, werden beschimpft. Russische Produkte werden aus den Supermärkten entfernt. Russische Ladengeschäfte werden Opfer von Sachbeschädigungen. Russische Lkw-Fahrer müssen an Raststätten um ihre Sicherheit fürchten. Das können Sie ja alles verleugnen und als Fantasieprodukte darstellen, aber das ist die gesellschaftliche Realität. Und man kann den Eindruck gewinnen, dass die russischen Mitbürger hier nun die Rolle der Ungeimpften übernehmen müssen, die sie vorher aus dem gesellschaftlichen Leben herausdrängen wollen. Fakt ist, die russischen Mitbürger in Leverkusen oder in Nordrhein-Westfalen tragen keine Schuld an der aktuellen Entwicklung im Russland-Ukraine-Konflikt. Deshalb sollte man eine Sippenhaft konsequent ablehnen. Im Übrigen, da haben wir die flammende Rede des Herrn Bürgermeisters zu Anfang dieser Sitzung erleben dürfen mit ukrainischer Flagge und Nationalhymne. Die eigene habe ich hier, die deutsche habe ich hier noch nie im Rat gehört. Immerhin haben wir wenigstens mal die ukrainische hören dürfen. Aber wenn der Herr Bürgermeister so konsequent Menschenrechtsverletzungen und militärische Interventionen anderer Staaten rügt, dann dürfen wir Deutsche seit Jahrzehnten keine amerikanischen Produkte mehr kaufen. Kein Staat hat mehr oder hat öfters das Völkerrecht gebrochen als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und da habe ich von Ihnen noch nie ein kritisches Wort gehört, wenn Bomben auf Belgrad fallen oder wenn im Nahen Osten gebombt wird, völkerrechtswidrig, wenn ein Regime-Change mal wieder versucht wird durchzusetzen, dann schweigen Sie und vergessen das Völkerrecht. Soweit zu Ihrer Doppelmoral. Und die haben wir heute, die Krönung der Doppelmoral haben wir heute mit der Rede des Herrn Bürgermeisters erleben dürfen. Hierauf muss reagiert werden und insbesondere müssen wir unsere Bürger mit russischen Wurzeln schützen. Sie dürfen hier nicht Opfer von Stigmatisierungen und Ausgrenzungen werden. Wenn dieses Klima von Ihnen so fortgeführt wird, gefährden Sie den gesellschaftlichen Frieden, nicht nur in dieser Stadt, sondern in diesem Land. Erneut setzen Sie auf Ausgrenzung und Spaltung und deshalb sollten Sie innehalten. Und Sie sollten auch mal daran denken, was die Russen im letzten Jahrhundert so alles erlebt haben. Gerade wir Deutschen sollten aus der Geschichte gewisse Lehren ziehen und zu einem anderen Umgang mit den Russen kommen. Noch einmal, ich kann Sie nur auffordern, Schluss mit der Hetze, Schluss mit der Ausgrenzung, für Verständigung, für den Frieden und gegen die Spaltung unserer Gesellschaft. Herr Weiß, vielen Dank. Ich komme zu Ende. Ich komme gerne zum Ende. Für den Frieden, gegen die Spaltung unserer Gesellschaft, da müsste eigentlich jeder zustimmen müssen. Kommen Sie bitte zu Ende. The heavy.